Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft Pocket Edition. Und heute werde ich hier so eine Map, die mein Bruder gebaut hat, deswegen ist auch dabei. Hallo. Und diese Map werde ich heute mit meinem Bruder, das ist auch auf der Map. Und die werden wir uns dann zusammen anschauen. Und jetzt kommt erstmal das Intro und dann geht's los. Nach dem Intro willkommen zurück und ja, er hat ja so eine Map gebaut, da war er echt lange dran und die wollte ich heute einfach mal ein bisschen zeigen. In dem Kreativmodus ist es, wo man fliegen kann, oder? Ja. Okay, Kreativmodus. Eigentlich wollte ich heute mit so ein paar Leuten aufnehmen aus der Community, aber das Problem ist, dass ich heute in der Schule so eine Veranstaltung habe, dann kann ich das, dann geht das halt nicht, weil ich muss halt jetzt hier, ich nehme gerade ziemlich früh morgens auf und ich habe schon Leute angeschrieben, von euch ist noch keiner wach und dann habe ich einfach gesagt, ja gut, dann kann ich mit keinem von euch aufnehmen, weil, ja. Weil keiner von euch wach ist und später geht nicht, weil ich da keine Zeit habe. So, ja. Wir schauen uns die Map einfach mal von oben an. Mein Bruder fliegt ja auch gerade, der hat sich einfach Steve genannt, dieser vorinstallierte oder vorgenannte Name, wie auch immer. Ja. Die Map besteht aus hier sehr vielen Lorenstrecken. Achso, ja, ihr könnt da mal reinschreiben, ob ich öfter so Maps vorstellen soll oder so was machen soll. Ja. Ja, hier, die Map besteht so aus vielen Lorenstrecken. Hier ist ein Enderportal. Ich kenne die Map selber noch gar nicht so gut. Ein Neverportal. Neverportal, okay. Hier unten in diesem Gang da. Guck mal bitte zu mir. Guck mal bitte zu mir. Da unten. Du sollst mir Ja. gucken. Da ist eine Lorenstrecke drin, oder? Ja. Okay. Mal bauen wir mal kurz ab. Ist okay? Von mir aus. Okay. Hier ist eine Lorenstrecke drin. Und ja, die führt dann halt auch hier lang und so. Wie gesagt, ist halt eine Map, die aus Lorenstrecken so besteht, sage ich mal. Hier gibt es auch ziemlich krasse Lorenstrecken. Zum Beispiel die geht jetzt hier noch ziemlich weit nach unten. Wow. Krass, das habe ich selber noch gar nicht gesehen. Das hier mit so Sackgassen, oh krass, 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 das ist ein Abstellbahnhof hier, glaube ich. Hier wird auch noch gebaut, ihr seht, hier ist noch an Arbeit, hier fehlt noch was, da ist mein Bruder noch fleißig dran. Ja, ach ja, jetzt weiß ich was, Leute. Schreibt mir bitte die Kommentare, ob ihr wollt, dass die Map, wenn die Map fertig ist, oder ist die Map schon fertig oder machst du noch was? Ich mache noch ganz viel. Er macht noch ganz viel. Wollt ihr, wenn die Map endgültig fertig ist, nochmal eine Vorstellung von dieser Map? Also wenn die Map fertig ist, soll ich dann nochmal hier drauf gehen und die nochmal zeigen? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ist mir sehr wichtig, dass ihr es das reinschreibt, ja. So, jetzt gehen wir mal in den Fliegmodus, volle Pulle durch den Tunnel. Oh, das ist natürlich lang. Ah, hier ist ein Ausgang. Ah, nee, das ist kein Ausgang. Ihr seht, das ist schon ziemlich krass, Leute, diese Strecke. Ja, hier können wir wieder raus, okay. Wir können doch nicht mal in einen anderen Modus gehen. Ah, hier steht eine Lore. Kann man in dem Modus eine Lore benutzen? Ja, aber hier wurde abgebaut, weil ich da mit dem Boot fahren Da musste. musst du mit dem Boot durch, da wird abgebaut, okay. Wir steigen jetzt mal einfach mal in die Lore. Und fahren ein bisschen, ja gut, wir fahren, ja gut. Nee, nee, machen wir doch nicht, Leute. Och nee, ich habe die abgebaut und in dem Modus kann ich die nicht einsammeln, jetzt liegt die nirgendwo, jetzt ist die weg, okay. Ist doch egal. Ist egal, du kannst ja alle neue machen. Ich hänge am Baum fest, alles klar. So, wir wollten uns noch genauer anschauen, hier wurde abgebaut, da ging die ursprünglich hier lang. Alter, das hab ich noch gar nicht gesehen. Da hell, Alter. Krass, krass, krass. Ach so, es geht dann hier hin. Alter, man verläuft sich ja hier ziemlich schnell. Was ist das Weiße? Das ist der Eingang zu meinem Haus, meinem zweiten Haus. Okay, der Eingang zu einem Zweithaus, da gehen wir einfach mal kurz rein und schauen uns das mal an. So, zack. Ach, hier geht's runter. Okay, hier ist so ein kleines Haus. Eisentüren, hast du mir gerade noch gesagt, wie kriegt man die auf? Da ist eine Druckplatte, musst du einfach drauf gehen. Die schließt automatisch. Ah, lol. Ach, dann werde ich über die andere Druckplatte. Das Haus ist hier noch so ein Keller. Okay, hier ist eine Druckplatte wieder. Ah, jetzt sind wir unten bei der Lorenstrecke. Chillig, ey. Das ist ja richtig gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, jetzt haben wir die Lore angeschoben. Gehen wir wieder hoch. Okay, das war jetzt der Hinterhang. Nicht der Hinterhang, das war das ein Zweithaus. Was ist eine Diamantrüstung? Cool. Wo geht's jetzt wieder zurück? Ach, hier lang. Hier hinten, hier hinten, hinten. Alter, das ist ja richtig viel, was du hier gebaut hast. Ach so, die Lorenstrecke hier, hier, hier. Okay. Okay. Jetzt kommen wir wieder zum alten Dorf. Das ist krass. Vor allem Du die gehst Strecke. übrigens gerade wieder zurück. Ja, will ich doch. Achso. Dahin geht es ja nur noch ins Nirgendwo. Da ist ja nur Lotstrecken das Ende. Hier hinten ist ja eigentlich das Haupt, so die Hauptsachen. Und sind zwei Truhen. Nice. Neverportal ist da hinten. Das haben wir jetzt ja gelernt, dass es so heißt. Alter, hier ist ein richtig fetter Berg. Das ist eigentlich voll die schöne Map. Ich gehe mal ein bisschen höher. Die Map an sich gefällt mir dann von der Schönheit schon richtig gut. Oh, nice. Was ist das? Eine Burg? Ja. Oh, shit. Leute, wir gehen jetzt immer. Wir tasten uns langsam ran. Wir fangen jetzt nochmal hier natürlich erstmal an. Okay, ihr seht hier ist alles verlegt. Mit Lorenstrecken, ein paar Lorenstrecken sind wir noch nicht fertig. Das haben wir auch schon gerade eben schon gesehen.
Hier ist noch ein Haus, ich verstehe nicht, warum das ein Haus man in Weiß baut, aber. Das ist ein Eingang. Ja, aber der Eingang, so warum das ganze Haus ist so ein bisschen in Weiß. Naja, okay. Das Haus hier hat ziemlich viele Etagen, das weiß ich schon, da war ich mich hier auch schon drin. Auch einen Keller. Auch einen Keller, guck, ihr seht hier, hier sind ganz viele Etagen mit Truhen und so weiter und Zaubertischen und da geht's, guck mal, weil es hier runter geht. Hier noch eine Etage mit allem Möglichen, hier noch eine Etage, alles Mögliche. Na, das ist halt. Dann benutzt lieber die Fallgrube, aber okay. Ja, es gibt ja so eine Fallgrube, wenn man schnell nach unten möchte, aber wir schauen uns jetzt mal kurz an. Ja, komm. Ihr seht, das ist ein krasser Keller, Leute. Ich geh jetzt mal wieder hoch, weil ich hier nicht die ganze Zeit. Ich flieg mal wieder hoch, dann komme ich mich schnell nach oben. Was war denn hier? Okay, hier ist wird noch gebaut alles. Achso, und wenn man hoch will, kann man auch, Machen wir deinen Sound aus. Wenn man hoch will, kann man auch, hier so eine andere Treppe benutzt, finde ich auch gut gemacht. Muss ich ehrlich sagen, Leute. Was haben wir denn hier noch? Okay, hier ist noch so eine Etage. Oh, schwarz und gold, lol. Cool. Weiter. Ach, hier geht's auf den Dachboden, das kenne ich auch schon. Dings, das meine ich. Hier geht's auf so eine Plattform aus Glas. Hier ist die Plattform aus Glas. Leute, mein Bruder hat die Welt wirklich angefangen, hat alles selber gebaut, nichts ist aus dem Internet gedownloadet, deswegen finde ich das schon krass. Der saß da ziemlich lange dran, wir fallen jetzt einfach mal kurz hier runter, hab jetzt wieder was kaputt gemacht von dir. Ja? Wolltest du was sagen? Nee. Okay. Oh, das Haus hat auch außen Schwarz-Rot-Gold. Hä, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ich verliere mal total die Orientierung, jetzt sind wir... Das kenne ich auch noch gar nicht von der Seite. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der Nähe von der Burg, die Burg gefällt mir richtig gut. Ah, da geht auch eine Lorenstrecke rein. Das ist echt gut gemacht, Leute. Das ist echt verdammt gut gemacht. Was haben wir denn hier? Ups, jetzt bin ich hier. Hier ist die Burg. Man kommt da nicht durch. Ist ja auch so gemacht, extra. Ach, man soll da in der Mitte oder wo? Nee, man soll eigentlich unten reingehen. Ach so. Hä, aber auf diese Plattform kommt man eigentlich in echt gar nicht, wenn man richtig drauf geht. Doch, eigentlich schon mit einer Leiter, aber die ist noch in der Bauphase. Ah, wird noch gebaut, okay. Ja, auf jeden Fall sind hier die ganzen Zinn oder Türme, wie man das auch mal sagt. Ja, ich gehe einfach mal hier drauf, ja. Okay. Man sieht, hier wird noch gebaut. Ach nee, hier geht wirklich noch nicht. Ach, die Treppe ist schon da, okay. Gehen wir einfach mal die Treppe wieder runter. Finde ich richtig cool, die Burg und so. Vor allem, wenn da eine Loro-Track reinführt, ist echt gut gemacht. Was haben wir denn hier? Ach, jetzt geht's auf den nächsten Turm. Wir müssen hier unten bleiben. Was ist hier alles? Wo geht's hier? Keller? Das ist der Ausgang. Ah, das ist der Ausgang, okay. Ja, na, das ist hier der Ausgang, okay. Das ist echt geil gemacht, Leute. Ich sag's immer wieder, was ist wirklich so? Es ist ja wirklich so. Wo sind wir jetzt schon wieder? Ach, wir sind jetzt hier vorne wieder bei der Burg. Ja, was haben wir denn noch? Hast du irgendwas, was zu empfehlen ist, was wir uns noch anschauen müssen, oder? Nö. Glasplattform. Boah, haben wir alles gesehen. Wir schauen uns mein Garten. Dein Garten, alles klar. Wollen wir wirklich? Mir egal. Okay, warte, schauen wir uns nochmal alles kurz von oben an. Ihr seht das hier, da ist das Glasportal, da ist diese Burg. Da ist unten Lohnstrecke, Neverportal. Wow. Da hinten diese Lohn. Guck mal, da seht ihr da unten ganz klein, diese Lohnstrecke führt noch nach ganz hinten. Ja, da hinten ist noch eine Lohn. Guck da, die Lohnstrecke sieht man dann da drüben. Da habe ich jetzt gerade mit meinem Ding hinzeige, mit meinem Mauspad oder sowas, wie man das nennt. Ja, ihr seht, da geht noch eine lange Lorenstrecke. Also ist echt gut gemacht. Echt gut gemacht. Jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal, du wolltest das Neverportal rein, da schauen wir mal, ob wir das machen. Sollen wir die Welt dafür stellen? Müssen wir die Welt umstellen, kreativ. Ja. Wir wollen auch so, aber das ist ein bisschen hobbylos. Okay, dann wechseln wir mal kurz den Modus. So, bevor wir jetzt in diese Neverwelt reingehen, wollte mein Bruder noch schnell, dass ich das Gemüsebeet hier zeige. Und ja, hier ist sein tolles Gemüsebeet und wir sehen uns in der Neverwelt. Jetzt gleich wieder. Bis gleich. So, weil mein Bruder es ja unbedingt noch will, gehen wir noch kurz in die Neverwelt. Ich würde sagen, auf geht's. Wir haben uns hier ein bisschen Rüstung gegönnt. Und Gelände wird gebaut, Welt wird erstellt. Okay, wir sind da in der Neverwelt. Ach, ich schieb einfach mal eine Kuh. Die ist da mitgekommen. Habe ich mal getötet? Ja. Folgt mir. Was wollen wir denn hier machen? Wir wollten dir nur kurz zeigen. Ich brenne, ich brenne. Ich auch. Ja, was hast du denn gemacht? Kann ich mich löschen? Wie geht's? Ich gehe aber zurück ins Portal. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Schal. Es hilft dir nichts. Es geht gleich aus. Ich bin gestorben. Wodurch? Hä? Ich bin durch das Feuer gestorben.
Aber meine Sachen müssen dann nicht. Stirbst du auch jetzt? Nee. Okay, ich komm zurück. Nein, du stirbst und bist gestorben. Ja, das Feuer war mega lang. Ja gut, wir gehen jetzt mal kurz rein. Dann können wir eigentlich die Folge beenden. Möchtest du mir noch was bestimmt zeigen in der Welt? Nö, vielleicht ein Gast. Wir können ja mal so, Bruder meint, wir könnten dann auch noch so Steingolems und sowas spawnen. Das können wir dann einfach mal in einer Sonderfolge. Machen wir dann einfach mal. Ich mache nochmal mit meinem Bruder zusammen, dann stelle ich euch mal so einen Steingolem und so vor. Den kennt ihr wahrscheinlich auch, aber dann machen wir so mal so eine extra Folge für. Ja, das war's für heute, Leute. Wenn es euch gefallen hat, drückt da oben, schreibt mal, wie ihr die Folge so allgemein fandet. Und ob ich öfter meinen Bruder aufnehmen soll und ob ihr, wenn die Welt fertig ist, die nochmal sehen möchtet. Mach's gut. Ciao. Hallo, willst du nicht tschüss sagen? Achso, tschüss. Ciao.